Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Necrolord-Berufungskisten. Wir waren wieder fleißig am Farmen und ja, wir wollen gucken, ob wir da das letzte Mount rausziehen. Ich hatte ja mittlerweile, waren es 295 Kisten aufgemacht. Das letzte Mal hatten wir tatsächlich einen Mount drin, nach Ewigkeiten gefühlt. Und jetzt hoffe ich, dass ich diesen Fall schließen kann, dass wir jetzt zwar über die 300 Kisten kommen, aber dass damit dann auch hoffentlich gut ist und wir noch einen Mount rausziehen. Drückt mir die Daumen. Ich habe wieder ein gutes Gefühl, Leute. Ich sag's mal, jetzt am Anfang wieder ein gutes Gefühl. Und ich würde sagen, wir starten durch. Ich hoffe, dass ich genug Kisten habe, aber ich müsste mit den Twinks noch ein bisschen was rumliegen haben. Gut, dann fangen wir mal an. Kiste Nummer 1, Graulut. Kiste Nummer 2, eine Hose, Platte. Die ist halt traurigerweise sogar besser, ne? Um ein paar Item-Level. Okay, Stats, egal. Hauptsache Item-Level. Ziehen wir das Ding mal an hier. Und verkaufen die alte. Das waren jetzt zwei Kisten. Bis auf jetzt hier das Gear-Teil, was minimal besser ist, berauscht mich das noch nicht. Aber wir haben ja noch einige Kisten. Gut, dann können wir mit dem gleich schon mal ausloggen. Und schauen mal rüber. Hier haben wir nämlich auch nochmal zwei Kisten. Nummer 3 und Nummer 4. Das war jetzt zumindest wieder ein Transmog-Item. Jetzt muss ich mal gucken. Hier sind Hände. Nein, die sind aber hier nicht besser. Die können wir auch gleich mal verkaufen, dass wir das Inventar ein bisschen aufräumen. So, halt, nee, das lassen wir mal, das verkaufen wir. Okay, 4 haben wir, 16 haben wir noch zum Öffnen. So, dann sind wir auf dem nächsten Char. Hier haben wir tatsächlich nur eine Kiste rumliegen. Das ist dann Nummer 5, ein Conduit-Teil. Ja gut, hier stehen wir zumindest gleich neben dem Teil, können wir es mal einlesen. Okay, dann schauen wir mal rüber, was der andere Char so hat. Ja, 2, dann haben wir Kisten Nummer 6 und Kiste Nummer 7. Super, jetzt krieg ich zweimal das gleiche. Ah, bisschen unglücklich. Jetzt gucken wir mal, einen Kopf haben wir auch noch gekriegt. Der ist tatsächlich sogar ein Ticken besser. Naja, komm, den ziehen wir mal an. Den anderen können wir gleich wieder weghauen und diese Graulut-Sachen natürlich auch. Wie viel waren das jetzt? 4, 5, 6, 7. Ja, genau, 7. Bloß, dass ich mich nicht verzähle am Ende noch. So, dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal zwei Kisten. Kiste Nummer 8. Nur Graulut. Kiste Nummer 9. Haben wir ein Conduit und Graulut drin. Komm, das können wir jetzt gleich schon mal nochmal einzahlen. Den Helm, nee, der ist nicht besser. Das ist ein Transmog, oder? Naja. Nee, gut. Jetzt haben wir die mal ein. Und dann swappen wir mal rüber. Jetzt schauen wir mal, wie viel habe ich denn hier noch rumliegen. Da haben wir noch eine Kiste. Was waren das jetzt? 7, 8, 9. Dann ist das Nummer 10. Oh, schade. Da war jetzt auch nichts drin. Also haben wir Halbzeit 10 Kisten geöffnet. 10 haben wir noch vor uns. Mal gucken, wo ich noch ein paar rumliegen habe. Ich muss meinen Chars ein bisschen durchloggen. Sudala, jetzt habe ich noch einen Twink ausgebuddelt, der tatsächlich nur einige Kisten rumliegen hat. Den habe ich irgendwie so ein bisschen übersehen bei den letzten Openings. Wir waren bei 10 Kisten und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tatsächlich auf einem Char. Und dann würde ich mal sagen, machen wir die mal auf. Nummer 11 ist es dann. Conduit. Ich glaube, das zahlen wir jetzt gleich mal ein. Nicht, dass ich dann immer wieder die gleichen kriege. Vielleicht bringt mir das ein bisschen was zumindest. 12. Graulut. 13 wieder ein Conduit. Wait, habe ich jetzt das, was ich gerade eingezahlt habe, nochmal in grün bekommen? Das macht keinen Sinn. Okay, naja. 14. 15. 16. Okay, komm, jetzt zahlen wir wieder ein. Nee, das ist, teilweise, ich krieg dann halt echt auch immer lower. Ich verstehe es nicht. Eigentlich sollten das immer höhere sein, ne? Range. Naja. So, das letzte noch. Ich habe nochmal das gleiche Conduit gekriegt, oder? Oh boy, das war leider nix an der Stelle. Dann würde ich sagen, wie viel waren es? Das waren 7, ne? Also 17 haben wir jetzt. Gut, 3 Stück muss ich jetzt nur irgendwo rausbuddeln. Und ich hoffe, dass wir vielleicht wieder bei den letzten Kisten einen Mount rausziehen. Mal gucken. Ah, da haben wir sie sogar. Hier sind noch 3 Nekrokisten. Und ja, jetzt ich ziehe jetzt mal den Chat raus. Dann können wir gucken, um die Spannung ein bisschen zu erhöhen. Hier, die epische machen wir als letztes auf. Kiste Nummer 18, Conduit. Kiste Nummer 19, Conduit. Kiste Nummer
20. Ach, ein Gürtel und Conduit, scheiße. Ich muss jetzt nochmal Kisten farmen. Dieses letzte blöde Mount, was mir da noch fehlt, ne? Ich hab mich schon gefreut, ne? Ich dachte mir, ha, vielleicht schaffen wir es diesmal, dass wir durch sind, aber nein. Sollte nicht sein. Ja gut, sammeln wir die Conduit-Dinger mal ein. Und dann muss ich wohl nochmal anpacken. Heißt, wir werden wieder 20 Kisten farmen, sobald wieder ein bisschen Berufungsquests am Start sind. Und ja, sobald ich dann wieder ein bisschen was an Kisten zusammengefarmt habe, melde ich mich wieder. Und ich hoffe, dass wir dann das nächste Mal vielleicht die Mounts fertig kriegen. So, wir haben jetzt 20 aufgemacht. Wir müssten jetzt 315 Kisten insgesamt geöffnet haben. Heißt, eine ganze, ganze Menge. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das bei euch läuft mit den Mounts. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.